Gut, die machen sogar einen Pull-Timer. Dann Five, kann ich mein four, Ding three, ziehen. Meine two, Inka. one. So, Inka kommt. Also es bringt hier sowieso nichts, weil bis du bei den Mobs bist, ist es wahrscheinlich eh schon abgelaufen. Warte mal, ich habe das letzte Mal hier ziemlich riesige Scheiße gebaut, weil diese Flug-Irgendwas-Einheit über dem Mob war, wo ich hingelaufen bin und das war irgendwie nicht ganz so geil. Aber wir können eigentlich hier geradeaus durchgehen. Also jetzt habe ich Inka noch am Laufen. Warte mal, was haben wir gesagt? Das ist Volcanic, ne? Was habe ich denn jetzt eigentlich hier an? Jetzt kann ich nicht aus dem Shit raus, weil wir geroutet sind. Na gut, das wäre ein Fluch, ne? Also ganz theoretisch könnte ich das sogar entfluchen. Hoi, was kriege ich denn da jetzt für einen Schaden rein? Jetzt will ich zur Wüstung. Ah, da sind wir bei 200k Dips. Seht ihr das? Carry Tank DPS. Carry Tank DPS. Ich muss. Okay, jetzt sind wir nur bei 170k. Das Problem, sobald ich irgendwo drüber fahre, ist das über dem Recount, ne? Und das wollen wir ja eigentlich sehen. Und ja, ich weiß, ich benutze Recount, aber ich mag die Tests nicht. Was für Corruptions ich drauf hab. Dreimal darfst du raten, was für Corruptions ich drauf hab. Ordentlich. Oh fuck, da sollten wir vielleicht rausgehen. Oh fuck, hä, warum habe ich den Inka nicht gezogen? Ich dachte eigentlich, dass ich Inka gezogen habe. Diese kleinen, die kannst du halt nicht tanken, ne? Das ist halt ein bisschen suboptimal. Da müsstest du rausgehen. Sonst wirst du verdroschen. Die sollten halt einfach, wenn sie, wenn, also die kleinen, die rennen random zu den Leuten, da sollten halt einfach hier mit rangehen. Dann kannst du die halt wegcleaven. Selbst wenn ich dich spotte, passiert da nichts. Aber die Zwillingsverwüstung hatten erwischt, habt ihr gesehen? Eigentlich war mein Ziel jetzt hier Dings zu ziehen. Der klaut sich den Bot hier, Bro. Warte mal, das ist der Kollege, wo wir rennen müssen. Ich habe leider meinen Raw noch nicht ready. So, da tun wir aktiv Mitigation reinhauen, dann macht der Hit nämlich so gut wie keinen Schaden. Da macht er nämlich keinen Schaden. Ja, ich bin Full Twilight. Also, das Problem ist, wenn du halt Full Twilight gehst, du machst halt so. Ja gut, jetzt haben wir keine Active Mitigation gesetzt. Du machst halt so jetzt nicht krass viel Damage, ne? Aber wenn es halt proc't, haut's gut rein und vor allem bei größeren Pulsen ist es halt gut, ne? Das kann ich auf jeden Fall sagen. Gegen so Einzelmobs ist es auch ganz okay. Aber gegen größere Gruppen haut's halt ordentlich rein, ne? Ich habe halt 5 Twilight an. Ist jetzt auch nicht viel, ne? Aber ich gehe halt auf Nummer sicher. Weil du kannst natürlich schon mehr spielen. Du könntest 6 oder 7 spielen. Das geht alles, ja? Das ist auch alles kein Stress. Bloß das Problem an der Geschichte ist, wenn es dann halt schief geht, ist halt ätzend, ne? Dann mache ich lieber ein bisschen weniger Damage. Jetzt sind wir wieder geroutet. Das ist schlecht. Warte mal, wir holen uns jetzt mal selber raus. Da jetzt eigentlich keinen Bock drauf hab. Explon einmal rein. Naja, jetzt hat's halt nur einen erwischt, ne? Jetzt hat's nur einen erwischt. Dann macht's halt nur non-kritisch 300k. Das ist ja fast nix. So, die holen wir noch her. Den können wir eigentlich mit dazu holen, oder? War das ein Fehler? Was machen denn die da hinten jetzt? Fuck, jetzt, die kicken mich in. Das wäre fast schief gegangen. Die haben jetzt in mich, ins Volcanic haben sie mich reingekickt. Hütet euch. Da würde ich weggehen. Der eine Typ, der da rumhampelt. Ich habe jetzt Sicherheit. Ah nein, jetzt pockt die Zwielicht zur Wüste, wenn ich gerade in die andere Richtung face, ne? Das ist bitter. Das war jetzt bitter. Da musst du halt immer die Mobs angucken, ne? Muss ich da ein bisschen weggehen? Es war vielleicht doch nicht so gut, die da zusammenzuziehen. Weil das sind halt Hardhitter, der eine Mob ist halt nur eklig. Sondern können wir eigentlich zum Boss. Müsste eigentlich passen, oder? Hier, kleiner Three, Pull-Timer. two, one. Jetzt habe ich halt nichts ready. Haben wir HT? Okay, wir haben anscheinend kein HT. Wo habe ich es denn rausgezogen? Hier. Sonst hielt ich HT. Muss ich es erstmal suchen. Ich hab's ein bisschen verrommt, wisst ihr? Ach, hier hätte ich vielleicht die Dings aufsparen sollen, ne? Na, sag's mir, die Inka. Jetzt stellt euch rein, Bros. So.
Müssen wir anblitzeln. Ich weiß gar nicht, ob da alle drin gestanden waren, aber ich meine schon. Aber bis jetzt muss ich sagen, ne, hat noch keiner was in der Gruppe verkackt. Scheint ganz okay zu sein. Mittlerweile ist mir aufgefallen, man läuft, also man hat den entspannteren Key tatsächlich, wenn man eine Gruppe 17er rumsucht, als wenn man 15er sucht. Weil in den Keys sind dann halt meistens die Leute, die halt so ein bisschen noch ihr Radio hochbasteln wollen. Und in dem 15er Keys ist halt wirklich, ne, ich will jetzt da keinem was unterstützen. Was macht der? Warum tut er das Ding nicht aktivieren, der Heiler? Bleibt einfach stehen, okay. In den 15er ist halt wirklich der Abschaum unterwegs teilweise. Es ist halt, das Gruppen ohne Scheiß. Was hatte ich da letztens, diesen einen Feral, ne? Also, dass der da mitgekommen ist, das war eigentlich eine Frechheit. Der Typ hat immer hat er knapp geschafft, seine 20 kdps zu fahren. Gut, der hat auch eine blaue Waffe an. Und also das Gear war eine Frechheit, aber ich dachte mir, komm, ich geh jetzt einfach den Ding mit. Ist ja egal, was der da anhat, ne? Hauptsache, wir kommen da halt schnell durch. Aber das war ein Gefrett, das sage ich euch. So, was hat der Heiler eigentlich vor? Der checkt schon, dass er, wenn er diesen Blitzbuff hat, dass er diese Säule... Jetzt läuft er zu der Säule, die ich schon aktiviert habe? Junge! Also, ne? Ich bin ja auch keiner, der jetzt der ganz krasse in dem M-Plus-Inis ist, aber das könnte man schon wissen. Das war jetzt... Ja, gut. Okay, wir killen den Boss trotzdem, aber das war jetzt ein bisschen... Ja. Komm, da bettpackeln wir jetzt langsam raus aus dem Einschlag, weil wir es können. Ink habe ich mir jetzt gespart an der Stelle. Ja, das ist direkt, das ist das, was ich sag. Es ist mittlerweile echt besser. Du gehst halt was höher als 15, 16 rum, weil da sind halt die ganzen Gammler drin, die halt nur mit ihrem letzten Gammeltwink oder dem ersten ich dachte gerade, dass die gepult haben. Das sah so aus. Warte mal, gegen was kämpfen die denn? Ach, kämpfen die... Hä? Kämpfen die gegen diese Zisten? Oder mit was? Ich dachte mir gerade, die haben die gepult, das sah irgendwie so aus. Moncherie, ich grüße dich. Ja. Naja. Nee, aber das werde ich jetzt, glaube ich, immer so machen, dass ich ein bisschen höher laufe. Das scheint entspannter zu sein, tatsächlich. Oh fuck, jetzt hätte ich fast die da mitgepult. Ich wollte die ganzen Kleinen hier mitnehmen, dass wir die ein bisschen cleaven können, so nebenbei. Als wenn die Leute dann einfach stehen bleiben würden und nicht wie die kopflosen Hühnchen da rumrennen, dann könntest du die halt einfach gut wegcleaven. Die kannst du halt einfach nicht tanken, das die Viecher. Na, da müssen wir raus. Eigentlich können wir schon weiterpullen, oder? Das müsste drin sein. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Die muss ich bloß kicken, glaube ich, am Ende, ne? Deswegen, sonst würde ich den einen da hinten jetzt auch noch dazu pullen, aber wenn wir sie gleich kicken müssen, dann wird's. Jetzt haben sie hier zugewollt. Oder aus dem Nebel musst du raus. Das ist, glaube ich, so wie das Smoke, da kannst du nicht reinschießen. Hier, okay, den haben wir interrupted, den anderen interrupte ich und jetzt pull ich den dazu. Warum? Habt ihr denn gesehen, die Zwielichtsverwüstung? Die prockt halt einfach auch nicht. Okay, warte mal, hier haben wir die Dings, wir müssen hinten rumlaufen. Hier ist die Scheiße am... Warte mal, wir haben ja hier ein bisschen... warum ist denn... Ah, es fliegt hier das Ding drüber. Okay, da müssen wir außen rum. Scheiß drauf. Das ist jetzt halt ein bisschen unnötig, aber bevor du die ganze Zeit das Abfuckzeug hast. Ja, aber ist das nicht immer gleich hier? Ich dachte tatsächlich, die könnten. Also normalerweise wäre ich jetzt auch für den Druid, dass wir hier durchstelfen. Wir sind zwei Hunter und drei Druids. Wir hätten da easy durchstelfen können. Bloß bis ich mit einer Random-Gruppe erklärt habe, was ich hier vorhab, dann machst du die Mobs leichter. Also habe ich mittlerweile die Erfahrung gemacht. Bis du dann erklärst, hallo. Obwohl, das sind nicht alles Deutsche, ne? Einer ist von Antor, sehe ich gerade. Hütet euch. Also, die Erfahrung habe ich mittlerweile gemacht. Wenn du nur eine Trash-Gruppe zum Skippen hast, mach sie lieber, als dass du 5 Jahre erklärst und dann klappt es oft doch nicht. Ja. Aber die Gruppe scheint mir recht potent zu sein, tatsächlich. Ja, gut, komm. Bei der nächsten kann ich jetzt ordentlich reininkern. Die lassen wir jetzt stehen. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn hier so Bots sind, können wir die... Boah, ich bin überlegen, ob wir das packen. Ich pull jetzt die hier mit zu denen da runter. Zieh hier meine...
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine schlechte Idee ist, was ich hier mache. Aber ich habe Inka ready. Und, ja. Ich habe eigentlich alles soweit ready. Ich dachte mir, komm, jetzt pullen wir mal ein bisschen mehr zusammen. Weil da hoch müssen wir nachher eh noch. Ah, und außerdem, hier kannst du diese Bots looten. Du Gammler, ne? Ich wollte den Bot da oben haben. Das macht der Typ. Anstatt hier mitzukämpfen, dachte er sich lieber mal so, ach ja, den Bot hätte ich auch ganz gern. Ah, da kommt die Zwillingsverwüstung. Schau, da ist der Damage. Also da... okay, das ist halt... Hier kommt halt nicht viel Damage rein, ganz ehrlich, ne? Also hier kann ich halt auch ganz easy noch wesentlich mehr Mobs eigentlich zusammenpullen. Haben wir den jetzt gelootet? Okay. Eingetütet haben wir den schon mal. Machen wir hier mal die drei... Ich könnte bestimmt den Schleim auch noch dazu pullen. Aber die chargen, glaube ich, ne? Ich habe das letzte Mal hier so lustige Leute gehabt, die sich wegchargen lassen haben. Und ja. Na gut, komm, die gehen alle down. Pullen wir den dazu. Ich denke mal, also der Heiler heilt auch ganz anständig. Ich denke mal, ich kann hier langsam... Nehmen wir nochmal so einen Charge-Mob damit dabei. Lauf. Komm, jetzt pull ich in einer Disconnect, oder? Ernsthaft? Aber das ist zum Glück nicht da. Ah, ich habe mich wegchargen lassen. Mal aufpassen, aber das macht zum Glück nicht so viel Schaden. Der Charge, warte mal, den kann ich desorientieren. Habt ihr gesehen? Hier. Ja. Das funktioniert, wenn du die CCs, dann machen die nix. Raus da aus der Gritze. Ach, der ist okay, der andere ist wieder da. Perfekt. Hütet euch. Holen wir den noch dazu. Weißt du, wenn wir jetzt hier im Voice wären oder ich wüsste, was die Typen so machen, dann könntest du wahrscheinlich hier das ganze Plateau pullen. Das ist halt eigentlich jetzt nicht so der Stress. Komm, den und das rentieren wir mal. Aber so schwierig. Mit dem einen eigentlich, warum möchte der nicht mitkommen? Hat er keine Lust auf mich? Hier ist es mit dem Heiler-Mana aus ganz okay soweit, ne? Wie viel Trash haben wir denn? 42%. Hütet euch. Okay, warte mal, der macht seinen Charge. Desmontieren wir die mal. Ich glaube, ich bleibe jetzt mal hier. Der macht zwar so dieses Heal-Absorb-Shit, aber das ist mir jetzt egal. Das kann ich jetzt gleich wegexplodieren. Machen wir das mal so. Heile mich wieder hoch. Beim Ende fehlt mir hier oft immer Prozente auch noch. Und dann können wir da eigentlich... Ah, shit, jetzt macht er seinen Kack. Ich hol schon mal hinten den Dude. Hä, hey, warte mal, wo ist der denn? Ah, da ganz hinten. Ach komm! Jetzt hat er mich hier betäubt, wo ich gerade zurücklaufen will. Das ist jetzt richtig beschissen. Kickt ihn... Lauf, hütet euch. Habt ihr gesehen, die haben es halt richtig gemacht, sind stehen geblieben, dass ich die zurückpullen kann, aber er hat mich halt betäubt. Das habe ich ja noch nie gesehen. Gut, vielleicht war ich die Instanz auch ein, zwei Mal erst, also im Mythic-Ding. Anscheinend channelt er den Shit und dann wirst du betäubt. Es ging aber gerade nur aus, ne? Also eigentlich war mein Plan, die zurückzuziehen. Aber dass er mich natürlich wegbetäubt, ne, war jetzt hier suboptimal. Ah, da ist einer tot. Ah, da kam eine Zwillingsverwüstung. Und noch eine. Hier, der eine ritzt ihn schon. Three, two, one. Warte mal, wir haben zwei Hunter, ne? Eigentlich könnten wir doch ganz easy hier Hunter... Wahrscheinlich haben sie keine Bestie dabei. Schätze ich jetzt mal. Soll ich einfach mal ziehen? Wo ist es denn jetzt schon wieder? Hier ist mein HT. Hütet euch. Jetzt ging die Zwies... Der hat ein relativ riesen Hit-Ding. Das Problem ist, wenn ich da...
zu nah rangehe, dann... Ja, hier muss ich mit der Zwiebelwüste eigentlich gucken, dass ich ihn genau anschaue. Ja. Hütet euch. Na gut, hier müssen wir halt gegenlaufen. Ah ne, das war das andere. Okay. Wenn es halt... Warum? Ich schau die ganze Zeit hin. Dann gucke ich einmal zum Laufen rüber. Und was macht er? Dann kommt die Zwiebelwüstung. Es ist so ätzend. Ah ja, schau, jetzt geht's aber rein hier. Ich frage mich, ob die dann teilweise den Boss mehrmals trifft. Weil jetzt hier muss ich gegenlaufen. Wenn sie jetzt pockt, ist halt bitter. Aber es hilft nichts. Da kann man sich schon ein bisschen aufregen, ich sag's euch. Oh, ich glaube, da ist was eingewollt, hä? Ah, fuck, der ist weggeglibbert. Oh nein, der ist auch noch reingelaufen. Oh, fuck it. Da wäre jetzt fast vorbei gewesen, ne? Habt ihr gesehen, die sind alle in den Glibber reingelaufen. Du darfst da nicht reinlaufen. Selbst wenn da ein anderer eingeglibbert ist, muss den halt... Oh, fuck it. Das geht jetzt... Jetzt ist der Heiler tot. Boys. Also sauber runtergespielt ist was anderes, ne? Jetzt ist noch ein Hunter tot, aber das müsst ihr jetzt gleich... Boys, hier echt. Hier gibt's aber auch noch ein paar Roboter. Da hinten. Pet Battlefiech? Haben die alle Roboter mitgenommen? Also, du wolltest mich adden, ging aber nicht. Ja, das kann schon sein. Wahrscheinlich bin ich wieder am Cap von den Leuten. Bin ich ab und an. Jetzt lassen wir den. Also, den musst du nicht unbedingt machen, aber lass den jetzt einfach fix wegmachen. Hütet euch. Weil sonst wird's ätzend. Dann können wir den zum Skippen benutzen. Ist das nochmal geprockt? Nee, jetzt machen wir den Shit mal weg. Nee. Das ist. Ich laufe mein Weekly Key. Im Moment tue ich keine Keys boosten. Hütet euch. Einfach mit irgendwelchen Randoms ein Weekly Key bin ich am machen. Warte mal, ist das eine gute Idee? Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, was ich jetzt da tue. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Aber ich dachte mir, komm, ich habe Dings ready. Müssen wir rausziehen, hilft alles nix. Oh, der hat fast durchgecastet. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Lauf, kleines Mädchen. Also ich hoffe, den anderen kicken sie jetzt dann gleich noch. Also den Mob kicken. Hier, den müssen sie kicken. Okay, haben sie gemacht. Perfekt. Der eine hat... Ach nee, das ist der Random Agro Mob. So, wir sind bei 57%. Ah, eigentlich hätte ich jetzt vielleicht für die krasse Gruppe meine CDs gebraucht. Fällt mir gerade auf. Hütet euch. Hütet euch. Hier gibt es dann noch ein paar Roboter. Was habe ich denn jetzt für einen Roboter? Maximale Gesundheit und Heilung habe ich nur. Hütet euch. Vielleicht gehen wir noch einen Ticken. Was? Geht die Zwiebelwüstung jetzt in die Mobs ran? Nee, oder? Nee, passt. Hütet euch. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir die pullen. Das ist jetzt, nee, nicht da raus, nicht da raus. Das ist die krasseste Gruppe hier in der Instanz. Da wäre es eigentlich gut gewesen, CDs zu haben, tatsächlich. Ich mache jetzt mal schon mal meine Ding an. Warte mal, da heilt einer. Das orientieren. Aber noch sieht's gut aus. Bloß mal gucken, dass ich so stehe, dass meine Zwielichtsverwüstung vielleicht was reißt. Ja gut, okay. Also ganz ehrlich, da hätten wir jetzt wahrscheinlich die andere Gruppe auch noch dazu pullen können. Ja, es hat kein Trash-Buff, ne? Und wir haben ganz guten AE-Schaden auch dabei. Kannst jetzt nichts sagen. Hütet euch. Ich kann nicht das rentieren. Machen wir das mal so.
Motorrad. Habt ihr das gesehen? Das Bitterste ist, wenn du das Motorrad ziehst und es eine andere Gruppe pullt, ne? Aber es ist halt so vorbeigefahren, habt ihr das gesehen? Das war halt echt knapp. Nupzocker, hey, grüß dich. Das war halt ne... Ah gut, es wäre jetzt wahrscheinlich auch kein Untergang gewesen. Aber es war schon... Ja, war schon eine knappe Geschichte. Na komm, hauen wir einmal meine Heilung rein. Das wollte ich jetzt eigentlich desorientieren, da waren wir leider zu spät dran. Oh, war ja... Die Heilung haben wir gekickt, oder? Ja, nee, jetzt gestunt. Perfekt. Hütet euch. Wieso ich noch Kies lauf? Ja, ich hoffe, dass ich das Motorrad halt noch auf 475 krieg. Also einen Key die Woche. Also ich laufe ja nicht viele Keys, ich mache immer einen Weekly Key. Und das war's eigentlich, ne? Tatsächlich. Hütet euch. Das finde ich jetzt human. Was ist das, eine halbe, dreiviertel Stunde? Um jetzt noch ein Upgrade zu haben, also ja. Aber mehr mache ich tatsächlich nicht, ja. Fernleitgerät, ja genau, das will ich haben, das Motorrad, das eben hier ganz knapp vorbei gefahren ist. Ganz knapp vorbei ist es gefahren. So, die andere Gruppe da hinten, die brauchen wir wohl nicht. Die haben mir alle, warte mal, den Roboter, den kann ich auch nicht aufmachen. Sind es alles die gleichen Roboter? Achso, ich habe schon zwei Buffs. Machen wir einen kleinen Pull-Timer. Fuck, das ist... 3, 2, 1. Hütet euch. Okay, da müssen wir raus. Weißt du, dieser Hunter, was ist mit dir? Ich bin halt auch schon extra weggegangen, weil wenn ich das überfährt dich halt, ne? Es macht halt schon echt viel Schaden. Es macht halt tatsächlich viel Damage. Der Kampf geht los und der fucking Range-DD wird halt überfahren, ne? Als Melee habt ihr gesehen, ich musste mich auch wegstehen. Als Melee ist es vor allem ätzend, ja? Weil du halt dann teilweise gar nicht an den Boss rankommst. Aber sich als Caster da wegschallern zu lassen, ist halt schon, ne? Hier, nicht ganz so geil. Weil da hast du wirklich gar keine Ausrede, da nicht auszuweichen. Also mal aber so überhaupt gar nicht. Wollen wir die mal zusammenziehen vielleicht? Wollen wir mal? Geht er wieder in so ein blödes Mofa. Hütet euch. Da würde ich weggehen. Bro, Heiler. Hütet euch. Jetzt muss der natürlich dahinter gehen, da wo der hinchargt. Müssen wir voll auf den Dude durchziehen, weil sonst kriegt der ja einen Buff. Okay, da müssen wir rausgehen, das scheppert nämlich. Das scheppert nämlich, okay. Da ist sie fast down. Okay, jetzt kriegt er den Buff, ne? Müssen wir mal gucken, mit Buffwurf dürfte das raushauen. Gut, da geht er down. Blöderweise, die Bots habe ich schon alle. Ich brauche nur so einen Blitzebot. Da oben wäre einer, ne? So ein Blitzebot. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob meine Strategie so aufgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Also wir gehen jetzt zu dem Pillar, dann zu dem und dann zu dem. Das ist meine Strategie. Ach, der Hunter ist noch gar nicht da. Macht denn der da? Macht er noch Mittag oder was, der Hunter? Wollten wir halt hier gleich alles tutti kompletti zu. Ja, jetzt müssen wir raus. Ist halt Void Party angesagt. Okay, jetzt können wir hoch. Viecher sind down. Let's fetz, der Hunter ist glaube ich mittlerweile auch eingetroffen. Gut, hier oben haben wir eh schon die Mobs weggemacht, ne? Also... Ah, super, die Zwiechtverwüstung wieder. Hat er die noch gefressen? Was, drei Wins noch? Machst du RBG oder was? RBG.
Sagen wir denn 74%. Ah, die will ich jetzt nicht pullen, die da hinten. Fuck it. Das ist jetzt nicht gut. Jetzt kriegen wir auf den Sack. Okay, der Hunter ist schon mal Mousse Schokolade. Das ist also zwei so Laser-Dudes drin. Hütet euch. Okay, warte mal, ich mach die Explo rein. Gut, dafür gingen jetzt dann fast alle CDs rauf. Kicken wir sie mal weg. Einmal. Oh, Alter, sogar das Durchlaufen haut übelst Damage rein. Dachte mir, wenn ich nur ganz schnell durchlaufe, dürfte es kein Stress sein. Aber selbst da haut, ne, also dieser AE-Kreis da. Okay, da charge der jetzt nochmal. Selbst das hier haut richtig rein, ne? Bei anderen Bossen, wenn du nur kurz rein dippst, dann ist es eigentlich kein Stress. Also das war jetzt eigentlich nicht geplant, dass der Hunter da verreckt, beziehungsweise dass die Gruppe geaddet wird, aber gut. Warte mal, den brauche ich noch, den Bot hier. Okay, Bot haben wir. Wir müssen die kleinen Viecher... Ach, bitterst. Was haben wir denn? 83%. Schön rausbettpegeln. So wollen wir das. Okay, die Kleinen hat schon mal erledigt. Da kam die Zwiebelzerwüstung. So, den kicken wir jetzt einmal. Einmal durchgezwielichtet. Ich glaube, wir hatten zwischendrin irgendeinen verloren von den Kollegen, ne? Nur kurz reindippen, ja. GZ zum Experiment, ne? Das ist natürlich nice. Aber knappe 1000 Tries ist natürlich einiges. Das ist natürlich einiges. So. Schauen wir mal, was wir danach nur brauchen. Explo mal einmal rein, den kicken wir. Für Endboss haben wir dann noch HT. Dass ich ihn rausbringen. Wir brauchen halt noch ein paar mehr Mobs. Wir sind erst bei 89. Kannst halt hier sogar noch mehr machen, ne? Noch mehr Viecher. Ist halt eigentlich echt krass, wie viel Trash du hier brauchst. Eigentlich müsstest du diese ganzen Stealth-Skips ehrlich gesagt gar nicht machen, weil... Also ich habe jetzt schon echt viele Mobs noch zusätzlich verrommt. Jetzt haben wir zwei Procs gehabt für nix. Zwei Procs für nix, Leute. Wir brauchen halt immer noch Prozente. Na gut, da ist zum Glück noch einer. Na gut, was haben wir dann? Da bringt nochmal 1%. Dann brauchst du trotzdem noch knappe 6, aber die müssten auf jeden Fall da noch reichen. Weißt du, da hinten sind ja eh alle Mobs tot, also naja, keine Ahnung. Nicht so wirklich rentiert, aber gut. Bist du in den Top 1000 der Mounts? Ja, das ist schon mal nicht schlecht.
Das ist schon mal nicht schlecht. 3, 2, 1. So, hier ist Boss Buff. Da dürfte der ordentlich reinwemsen. Jetzt muss ich tatsächlich bei dem mal ein bisschen defensiv spielen. Also wir werden jetzt hier mal versuchen... Also hier muss ich auf jeden Fall mal Double Active Mitigation ziehen. Boah, okay. Alter, mit Double Active haut er schon auch... Hütet euch. Das wird eine fiese Nummer. Das sage ich euch jetzt schon. Ich habe gerade Double Active Mitigation gehabt, der hat mich trotzdem fast weggenatzt. Ja, gut. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen... Okay, jetzt hauen wir auch noch Dings rein. Bugskin. Ding will ich mir aufsparen, meine Wall. Meine Wall spare ich mir auf jeden Fall auf. Für... Oh shit, Momente. Wenn es mal ein bisschen brenzlig wird. Aber ich hoffe, wir natzen den jetzt einfach. Welche Spul ist es denn? Hier müssen wir hoch, ne? Soll ich meinen Tryhard-Move probieren? Nein, ich bin an der Ecke hängen geblieben. Nein, mein Sprung. Das war jetzt... Also, wenn es klappt, bist du der König, ja? Aber wenn das so wie hier ist, habt ihr gesehen, an der Ecke hängen geblieben, jetzt muss ich den normalen Modus machen. So bitter. So bitter. Mann, diese Hunter-Viecher, die da runterkommen. Mann, das ist doch scheiße. Okay, wir sind soweit. Zieht einer von den Huntern, wo ist mein HT? Ne, dann zieh ich halt HT. Komm, jetzt eine Zivilverwüstung wäre halt echt nice. Ah, ich glaube, wir haben nicht genug Damage, ne? Müssen halt zwei Phasen spielen. Nein! Was hat uns gefehlt? 5%, das ist halt nix. 5 fucking Prozent. Scheiße. Hütet euch. Das ist halt nix oder so gut wie nichts. Ich setze jetzt meine komplette Wut für Active Mitigation hier ein. Hütet euch. Dass ich hier alles gegen hab. Weil das ist ein Hard-Hitter-Boss, ne? Wenn du da nichts hast, dann bist du am Sack. Okay, da kommt so ein Bot, der will mich. Gehen wir lieber mal noch ein Stückchen weg. Hier kommen wir lauter Ranges, ne? Okay, da machen wir das mal so. Nochmal eine Heilung drauf. Ich spare jetzt gerade so ein bisschen die Bugskin. Man weiß ja nie. Ich habe auch noch beide Walls. Okay, ich hätte, glaube ich, auch offensiv spielen können und einfach wallen und skinnen können, aber weiß ich nicht. Ich habe bei dem schon mal gelitten, bei dem Boss, deswegen... ja. Deswegen, das sind immer so die Momente... Ach, fuck, warum benutze ich denn jetzt meinen Sprung? No brain. Hey, grüß dich. Jetzt habe ich natürlich mein Dings nicht ready, ne? Sonst hätte ich jetzt hier springen können. Aber egal. Warte, wie viele Mounts ich habe? Warte, kann ich gleich zeigen. Der kann da mit Dings kann er da einfach durch, der Hunter? Stich da, ich müsste weit genug drin stehen, oder? Ja, müsste passen. Also ich habe alle, die ich jetzt farmen kann, ich habe 643. Mehr geht tatsächlich nicht. Ja gut, jetzt sind es halt noch... 5%, aber das kostet dich halt richtig viel Zeit, wenn du dann hier nochmal eine komplette Phase neu spielen musst, ne? So. Ich ziehe die jetzt mal ein bisschen hoch, dass wir nicht zwei Gruppen haben. Das haben wir ja vorhin gesehen, ist ein bisschen ätzend. Okay, aus dem Charge wollen wir raus. Ach ne, das ist nicht der Charge, das ist das andere Ding, aber das ist auch ätzend. Explore noch rein. Komm, wir können auch nochmal wallen. Wir haben es ja. Jetzt ist meine Inka wieder ready, ne?
Was bringt denn der? 1, irgendwas. Der bringt halt nicht mehr genug, ne? Alter, uns fehlt halt noch 1%. Wir haben noch 2 Minuten hier, jetzt wird's aber knapp. Das ist halt krass, wie viel. Also, du könntest halt eigentlich, wenn du gute Skips und alles machst, wir hätten da richtig viele Mobs weglassen können, aber dann hätte ich wahrscheinlich nur 50-60%, ne? Wenn du den ganzen Scheiß nicht machst. Okay. Na, Gott sei Dank. Aber es war eine gute Gruppe. Also, kannst du ihm sagen, der Hunter war zwar ein-, zweimal tot. Ich hätte mit denen eigentlich wesentlich mehr Mobs zusammenpullen können, dann wären wir wahrscheinlich schneller durch gewesen. Aber gut, so ist das jetzt. So, jetzt schauen wir mal. In der Kiste wird wahrscheinlich nur Mist drin sein, schätze ich mal. Gar nichts, okay. Aber Weekly Chest haben wir wieder. Was hat der andere gekriegt? Hier einen Finger. Hier gibt diese Finger sind nämlich gar nicht so schlecht, ne? Die haben so Special-Effekte. Die sind tatsächlich ganz brauchbar. Naja, wieder ein Key erfolgreich durchgelaufen. Sollen wir hier haben auch mal einen 17er gemacht in dem Laden.